Moin zusammen, ich bin der Domme und seit kurzem auch ein stolzes Mitglied der Heldenkram-Truppe. Ich werde euch nach und nach kurze Zusammenfassungen über die Geschichte der einzelnen Völker und Gruppen des 40K-Universums geben, damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt. Warum nur kurze Zusammenfassungen? Weil die schiere Anzahl an Büchern, Kodizes, Kurzgeschichten, Computerspielen und so weiter mehr als genug Hintergrundgeschichte bieten, um ein eigenes Studienfach zu erschaffen. Das 40K-Universum ist riesig und wir wollen Einsteiger nicht direkt erschlagen, sondern eben eine Einstiegshilfe geben. Ein weiterer Punkt, ich versuche immer den aktuellen Stand darzustellen. Meine Quellen sind meist Bücher, die ich gelesen habe, Kodizes oder das englische Fanwiki. Sollte mir mal ein Fehler passieren, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Nur vielleicht nicht alle auf einmal, sonst verhauen mich Chris und Kalle. Nein, Spaß beiseite. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir mal an. Die Necrons. Wer sind sie, woher kommen sie und warum ist Skynet eigentlich unschuldig? Von all den aktiven Völkern in der Galaxie sind die Necrons die ältesten. Ihre Geschichte beginnt vor Milliarden von Jahren. Um die Geschichte der Necrons zu erzählen, müssen wir einen kleinen Blick auf eine noch ältere Rasse werfen, die sogenannten Alten, von denen nur wenig bekannt ist. So sollen sie eine reptilienähnliche Rasse gewesen sein, die sowohl eine natürliche Verbindung zum Warp als auch ein extrem hohes Verständnis von Technik und Wissenschaft hatte. Damit war es ihnen möglich, ein galaxieumspannendes Reich zu erschaffen und durch Tore zu reisen, die eine starke Ähnlichkeit mit dem Netz der 1000 Tore der Eldarier haben. Des Weiteren schätzten die Alten das Leben an sich sehr. So pflanzten sie auf etlichen Planeten die Grundlage für neues Leben. Gerüchten nach sogar das der Menschen auf der Erde. Diese Heresie sollte man aber nur laut mutmaßen, wenn man den Rest seines Lebens als hirnloser Servitor verbringen möchte. Im besten Fall. Während die Alten neues Leben in der Galaxie verbreiteten, entwickelte sich am Rand der Galaxie ein neues humanoides Volk, die Necrontyr. Leider hatten diese das Pech, unter einem aktiven Stern geboren zu sein, der die Oberfläche des Planeten ständig mit radioaktiven Sonnenstürmen geißelte. Unter diesen Voraussetzungen starben die Individuen des Volkes meist in jungen Jahren an Krebs oder ähnlichen Krankheiten. Der Tod war ein ständiger Begleiter. Und so entwickelte sich ein ausgeprägter Totenkult mit riesigen Gruften, der auch heute noch in den Konstrukten der Necrons sichtbar ist. Regiert wurde das Volk der Necrontyr von einem Triarchat, das aus drei Pharaonen, also den obersten Führern von Necrontyr-Dynastien, bestand. Der erste Pharaon im Triarchat wurde auch als stiller König bezeichnet, da er nie selbst zu seinem Volk sprach, sondern immer nur durch seine beiden Mitherrscher. Um den tödlichen Umständen ihrer Heimatwelt zu entgehen, flohen die Necrontyr in Stasiskammern und mit Unterlichtgeschwindigkeit blind zu den Sternen hinaus. So breiteten sie sich langsam, aber kontinuierlich in der Galaxie aus und trafen dort auch andere Völker, unter anderem die Alten. Diese waren den Necrontyr in allen Aspekten überlegen. Der wichtigste Punkt jedoch war ihre faktische Unsterblichkeit. Die Weigerung der Alten, das Geheimnis ihrer Unsterblichkeit mit dem kurzlebigen Necrontyr zu teilen, legte den ersten Grundstein der Zwietracht zwischen den Völkern. Ein weiteres Problem während ihrer Expansion waren die politischen Konflikte zwischen den einzelnen Necrontyr-Dynastien, die schlussendlich zu einem Bruderkrieg, den sogenannten Sezessionskrieg, führten. Necrontyr kämpfte gegen Necrontyr und das Triarchat sah nur einen Weg, das Volk wieder zu vereinen, und zwar den Kampf gegen einen gemeinsamen Feind. Und nur ein Volk war mächtig genug, um als angemessene Bedrohung herzuhalten, die Alten. Die Taktik des Triarchats funktionierte und das Volk der Necrontyr vereinigte sich im Kampf. Dieser Kampf, als der Krieg im Himmel bezeichnet, dauerte viele Millionen Jahre. Jedoch hatten die Necrontyr, obwohl schon selber technisch weit fortgeschritten, langfristig keine Chance gegen die Alten und ihre verbündeten Völker. Schlussendlich wurden sie bis zu ihrem Heimatsystem zurückgetrieben und standen kurz vor der Auslöschung. Zu jener Zeit kam es zu dem Kontakt, der die Geschichte der Necrontyr für immer verändern sollte. Die K'tan, gottgleiche Wesen aus den Anfängen des Universums, die sich von der Energie von Sternen ernährten, nahmen die Kommunikation mit der Necrontyr auf. Wie dieser Kontakt genau zustande kam, ist bis heute nicht genau gesichert, die Folgen jedoch wohl bekannt. Nachdem die Necrontyr den K'tan eine materielle Hülle aus Metall bauten, boten diese ihnen im Gegenzug Zugang zu neuer Technologie an, um die Alten zu besiegen, sowie das, was sie am sehnlichsten begehrten, die Unsterblichkeit. Auch wenn es in Dynastien einige Gegenstimmen zu diesem Schritt gab, entschloss sich der damalige stille König Sarek dazu, das Angebot der K'tan anzunehmen. In einem riesigen Unterfangen wurden die Körper aller Necrontyr durch lebendiges Metall ersetzt. Zu spät erkannte Sarek den Preis für diese Art von Unsterblichkeit. Nicht nur wurden den Necrontyr ihr Fleisch genommen, auch ihre Seele und ihren Verstand verloren sie durch diesen Prozess. Nur den stärksten Individuen gelang es, ihre Identität zu behalten, so auch Sarek. So wurde aus dem Volk der Necrontyr die Necrons, während die K'tan sich an der Lebensenergie der Necrontyr labten und noch mächtiger wurden.
auch wenn der Preis extrem hoch war, so hatten die Necrons nun das, was sie wollten. Fast unsterblich, mit unglaublicher Waffentechnik ausgestattet und durch einen maschinenartigen Verstand geeint, schafften sie es, den Krieg im Himmel zu wenden. Nach und nach wurden die Alten zurückgetrieben, bis ihre Verzweiflung so groß war, dass sie auf ihre letzte Waffe zurückgriffen, den Warp. Sie erschufen Dienerrassen mit einer starken Verbindung zum Warp, um die Necron zu bekämpfen, darunter die Vorfahren der Eldari sowie die Orks. Und auch wenn dies anfänglich erfolgreich erschien, so wandte sich nach einiger Zeit der Warp selber gegen diese Dienerrassen, die von einer Enslaver-Plage überrannt wurden. Schlussendlich vernichteten die Necrons und die K'tan die Alten und gewannen den Krieg. Während die K'tan voller Arroganz und ahnungslos den Sieg feierten, verriet Zarek diese. In dem Wissen, die Götter nicht komplett zerstören zu können, zersplitterte er ihre Wesen in K'tan-Scherben und band diese in Tesseract-Labyrinthe. Somit hatten die Necrons endlich ihre Ziele erreicht und unterstanden keinem fremden Willen mehr. Sarek jedoch erkannte, dass die Zeit der Necrons fürs Erste vorbei war. Der Kampf gegen die Alten und ihr Verrat an den K'tan hatte viele Millionen von ihnen vernichtet, die Enslaver-Plage wogte durch die Galaxie und die Eldari hatten überlegt mit einem inbrünstigen Hass auf ihre Feinde. Er befahl seinem Volk, für die nächsten 60 Millionen Jahre auf Gruftfelden in Stasis zu fallen. Ohne Nahrung würden die Enslaver verhungern und auch die Eldari würden nach diesem Zeitraum sicher keine Rolle mehr spielen. Nun, im 41. Jahrtausend, nach 60 Millionen Jahren in der Stasis, erwachen die Necrons wieder, um ihren Platz als Herrscher in der Galaxie anzutreten. Und auch wenn viele ihrer Gruftwelten oder Stasiskammern zerstört wurden, sei es durch Eldari, galaktische Katastrophen wie Supernovae oder durch technische Fehlfunktionen, so warten immer noch Millionen von ihnen auf ihre Wiederauferstehung, um jegliches Leben in der Milchstraße auszulöschen. So, das war die erste Folge von Eine kurze Geschichte der Völker. Danke fürs Zuhören. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob und wie es euch gefallen hat. Und lasst natürlich auch gerne ein Like oder Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Domme.